Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier die Höhlentour ja dann doch noch erfolgreich abschließen können. Ich räume jetzt kurz mal unser Zeug hier aus, was wir da zusammengesammelt haben, was wir jetzt nämlich nicht unbedingt brauchen. Reserveschwert oder warte mal, die Schwerter, aus den zwei Schwertern können wir gleich wieder eins machen. Ups. Es geht hier alles ein bisschen anders in der Bedrock Edition, als ich es gewohnt bin. Ja. Das Holzzeug brauchen wir jetzt momentan nicht. Wie schaut es jetzt hier mit unserem Eisen aus? Jawohl. Super. Erstmal jetzt ausgegebenen Anlass bauen wir uns wirklich die Eisenrüstung. So. Rest geht dann natürlich in Werkzeug. Sollen wir uns gleich ein Eisenschwert bauen? Ja, komm. Bauen uns gleich ein Eisenschwert. Einen Schild für. Nee, bauen wir uns jetzt nicht. Eine Eisenspitzhacke. Wir haben jetzt noch zwei Steinäxte, das passt. Wir brauchen auch noch eine Steinhacke. So. Das heißt, das können wir da lassen, das können wir da lassen, das können wir da lassen, das können wir da lassen. Kohle können wir da lassen. Wie viel ist da? Da brauchen wir noch Kohle. Komm, die 6 haben wir gleich hier rein in den Ofen, damit der schön durchbrennen kann. Warum habe ich Kupfer mit? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Andesit gehen wir auch mal hier rein. Wir kümmern uns jetzt heute in dieser Folge darum, dass wir eben Nahrung bekommen, hauptsächlich Fleisch. Dass wir Holz bekommen. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Erstmal hier ausrüsten. So. Pastaschuta. Guten Morgen, lieber Dorfbewohner. So. Es sind ja hier irgendwo die ganzen Heuballen gewesen. Hier. Die bauen wir jetzt mal einfach hier ab. Baut man eben am besten mit der Stein oder mit einer Harke ab. So. Mach mal zu. Machen wir uns hier mal ein bisschen Weizen. Mit dem können wir gleich mal unsere Tiere füttern. Die Tiere machen Knicknack, ihr wisst's. So, hier haben wir unsere Pferde, die Kuh gehört da eigentlich nicht rein, ne? Die Kuh gehört hier nicht rein. Die Schafe möchte ich gleich vermehren. So, und jetzt gehen wir einfach ein paar Kühe töten. Damit wir zum einen an Leder kommen und zum anderen. Was tut denn der Eisenkohlen da hinten? Das gerade gesehen, Leute. Oh, ups, da geht's runter. So. Ich möchte auch kurz mal da drüben jetzt hinschauen zum kaputten Portal. Ja, da schwimmen wir jetzt kurz mal hin. Neben mir übrigens mein größter, hier lauter Tine, Sonnenblumen, sehr schön, die Hühnchen geben auch gutes Fleisch. Ja, Sonnenblumen. Hurra! So. Wir müssen nur aufpassen, dass uns hier unter Wasser jetzt kein ertrunkener Zombie oder so. Goldene Karotten. Und ein goldenes Schwert. Sehr schön. Nehmen wir mit, einen Goldblock. Da drüben hätten wir einen Goldblock. Ja, und Lava ist heiß. So, wie komme ich jetzt an den Goldblock am besten ran? Eh von dieser Seite, ne? Muss halt dann gleich weg. Ne, hier sind die Lava. Fuck. Schade. Hätte ich doch löschen müssen. So, was haben wir hier sonst noch? Das lassen wir alles da. Gut, wir schauen uns hier kurz einmal. Flackern die Sonnenblumen oder? Da ist ein ertrunkener Zombie, schaut mal.
Da drüben ist unser Dorf. So. Leute, wir brauchen Holz. Schildkröten, schaut mal. Schildis. Warte mal. Jetzt bauen wir uns kurz eine Werkbank. Genau, Lukas. Dann bauen wir uns kurz eine Holzschaufel. Wolltest du das auch sagen? Warte mal, das geht einfacher. So, wir brauchen jetzt hier mal ganz schnell ganz viel Sand, ne? Ach komm jetzt. Ja, mein Junior kennt sich hier schon gut aus in Minecraft, ne? Wie ihr merkt. Oh. Fuck, es wird Nacht, wir müssen nach Hause. Ich wollte eigentlich jetzt gerade hier die Schildkröten noch einsperren. Es ist halt leider jetzt nichts geworden. So. Ein schwarzer Hase. Ja, die Spinne werden wir jetzt dann gleich wegmachen, Lukas, ne? Ach, soll sie, sie kann sich ruhig anlegen mit uns. Die Spinne hat keine Chance gegen Papa. Haha. Ja, wir werden gleich mal ein bisschen was essen, damit wir unser Leben regenerieren können. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Sand. Boah, ist das laut. So, wo war jetzt hier Spinni? Die Spinne läuft schon die ganze Zeit da. Da ist sie. Da ist noch ein Zombie. So, jetzt laufen wir einfach schnell in das erstbeste Bett, ne? Mein Skelett wird sich hier gleich auf uns feuern. So, hier ist kein Bett drin. Ups. Das war jetzt knapp. So, und erstmal schlafen, Leute. Erstmal schlafen. Ha. Knallt er mir die Tür vor der Nase zu. So, weg da, weg da, weg da. Oh, scheiße, ich hab den Villager erwischt. Ach, da ist ein Zombie-Villager. Okay, der ist gerade infiziert worden, zombifiziert worden und ich habe ihn dann getötet. Ein Creeper? Okay, schauen wir kurz, ob hier wo ein Creeper ist. Ja.
So, gleich mal wieder die Kühe füttern. Wenn wir schon da sind. Und dann schauen wir, ob wir hier irgendwo einen Creeper sehen. Okay, die laufen da nach unten. Das ist nicht gut. So, Schweine hätten wir hier auch. Kuru, die Kuh bettet sich jetzt zur Ruhe. Okay. Ich finde keinen Creeper. Wir gehen jetzt darüber in den Wald, holen dort, bauen dort ein bisschen Holz ab. Wir werden dann auch hier ein bisschen Holz anpflanzen. Oh, da ist ein Villager-Baby, der was hier rumläuft. Wir spielen das Ganze natürlich wieder ohne Mods und so, ne? Das wisst ihr eh, also rein Vanilla. Gegebenenfalls werde ich das allerdings zu einem späteren Zeitpunkt revidieren und dann auch Mods mit reinnehmen. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. So. Vielleicht hat ihn der Eisenkohle angegriffen. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, Loki. Okay. Und deswegen soll der böse sein. Okay. Ja, weil der soll sich dann böse sein. Da war gerade ein Kürbis. Wo? Kürbis? Ja. Wo? Du siehst lauter Sachen, die ich nicht sehe. Da? Da. Ah ja, wirklich, das ist ein Kürbis. Voll gut. Voll gut, danke, Bubi. Das sind so gut. Die hätte ich jetzt echt nicht gesehen. Drum, ich brauche immer jetzt schon ein paar junge Augen bei mir mit dabei beim Spielen, ja. Sonst sehe ich nichts mehr. So. Meine Kinder können ja schon fast besser Minecraft spielen wie ich, ne? Die kennen sich da schon voll aus. Die bauen schon ganze Städte. Allerdings auf der Switch, mit der kann ich ja wieder gar nicht umgehen. Ihr kennt ja, wisst ihr, ich kann mit Controller nicht spielen. So. Wir bräuchten noch ein bisschen ein Fleisch, ne? Ja, das nehmen wir hin. Das Hühnchen holen wir uns. Holz braucht natürlich auch noch mehr. Also wir brauchen echt viel Holz. Ich werde in diesem Projekt auch versuchen, Farmen zu bauen. So Eisenfarmen und so Zeug. Allerdings irgendwie mir das überlegen, wie ich das in schöne Häuser verpacken kann. Ja, das wird so meine Challenge dabei. Wie man Eisengolems baut. Ja, ein Kürbiskopf und Eisenblöcke. Hier. Mhm. Ja, hört ihr es? Ja. Kann man noch was lernen? Von meinem Junior. So, okay, hier ist auch, ups, mehr. Hier ist mehr. Wir sind hier im Apfelwald. Es soll angeblich jetzt auch Kirschbäume geben, ne? Ich habe zwar noch keine gesehen und ich weiß auch nicht, wo die... Ich weiß auch nicht, wo diese Kirschbäume spawnen sollen, in welchen Biomen.
Aber es sollte anscheinend Kirschbäume jetzt geben. Zumindest habe ich letztens bei meinem Junior, als er gespielt hat, hat er so gesehen. Ne? Und da habe ich gesehen, Kirschbaumholz und Bambusholz. Also es gibt neue Blöcke in der 1. Schlag mich tot. 20, was ist das? Die aktuelle gerade? Ich glaube, das ist die 1.20, was wir hier spielen. Ne? Vorsicht, da ist Lava. Vorsicht, da ist Lava. Ja, ich weiß noch, wo sie ist. Mag jetzt nur schauen, ob ich hier noch irgendwas Spannendes finde. Vor allem ein bisschen Fleisch. Wäre gut. Genau, vielleicht läuft unser Fleisch in die Klinge. Nee. So. Sind jetzt eh schon am Rückweg. Da ist noch ein bisschen Hühnerfleisch. Nehmen wir mit. Okay. Das müssen wir uns eh langsam am Rückweg machen, zwecks Nacht und so, ne? Müssten da, ja, da sieht man eh schon unser Dorf. Ein Kirchturm kann man schon erahnen. Oder Kirchturm, Kirche kann man wirklich nicht dazu sagen, ne? So. Genau, brauchen wir Kohle. Also das Debakel von den ersten beiden Folgen, ja, in diesen Höhle, das haben wir jetzt eigentlich wieder wettgemacht, oder? Das haben wir wieder, haben uns jetzt wieder krass verbessert. Ist auch noch Kohle, nehmen wir auch mit. So. Stein brauchen wir eh auch. So. Auch nochmal Kohle. Uns geht's gut. Viel besser als im echten Leben, ne? So. Diamanten wären super, Lukas. Diamanten wären toll. Das war Kupfer. Schnitzel! Ist noch ein Küchchen? So. Das Hühnchen lassen wir erstmal leben, wenn sie nahe der Stadt sind. Oh, der ist ja immer noch nicht fertig hier, ne? Kohle. Apfel, die goldenen Karotten. Was machen die goldenen Karotten? Ich weiß das gar nicht. Die verzaubern dich. Die verzaubern mich? Weißt du das? Ja. Aha. Da haben wir noch eine Ruhe. So ein bisschen Leder haben wir auch. Fleisch haben wir eigentlich relativ wenig bekommen. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Sand, Sand. Wir haben eh schon Eisen, Schatz. So. Okay, 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 okay. Dann bauen wir uns hier noch ein bisschen Weizen. Ja. Ich hab auch gesagt, dass da
Ich schaue so aus draußen, es wird Nacht. Oh, ich gehe mal gerne mal schlafen. Ich habe gedacht, wir könnten doch im Häuschen einen kleinen Silkprinz rein. Dann vielleicht wissen die Menschen, dass in das Schlüsselhaus. Oh mein Gott, der ist aber stark gewesen. Baby-Zombie, die sind so nervig, die Kleinen. Ich hoffe, dass da jetzt noch ein Skill kommt. Okay, jetzt haben wir hier mal ein paar Bäume angepflanzt. Die sind nicht stark, aber sie sind voll schnell und das ist nervig bei den Viechern. Ja. So, wir müssen halt echt jetzt immer schauen, ob hier eh alles... Weg. Ob hier eh keine bösen Freunde drin sind. So, wir vermehren die Schafe nochmal. Ja, das war ein Babyschaf. So. Kühe füttern wir gleich wieder. Einmal Level up. Drüben. Die Schweine, die aßen doch Karotten, ne? Konnte man mit Karotten anlocken. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Was macht der Golem da? Ein Badegolem. Ha. So, ups, da ist sie. Okay, da ist sie. Irgendwo war doch hier das Feld vom Bauern. Wo war denn das? Oder will, ist das schon wieder, dass der Golem fliehen will? So wie im letzten Spiel. Ja, bei Papas Städten schon. Ja, genau. Böser Golem. Wo war denn hier das Feld? Hier war doch irgendwo im Feld. Ja, ich suche es gerade. Da ist es. Das habe ich gesucht. So, was haben wir hier? Rote Beete. Oder sind das Kartoffeln? Ja, also soll er auch. So. Rote Beete, sage ich ja, das waren rote Beete-Samen. Okay, mein Freund. Was magst du handeln? Oh, rote Beete. Okay, dann mag ich nur rote Beete. Mhm. So. Lass uns doch in für Kohle kriegen wir Smaragd. Oh. Leute, ich schaue gerade auf die Uhr. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Lasst gerne Like und Kommentar da. Ich freue mich über euren Support und tschüss. Tschüss.